Wir befinden uns hier in der Warneheide auf einem Truppenübungsplatz und unterstützen als BBK mit den Ressourcen der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und zivile Verteidigung die beteiligten Feuerwehren bei der Ausbildung des ersten EU-Waldbrandmoduls Deutschlands, das vom Land NRW gestellt wird, gemeinsam mit unseren Gastdozenten und Waldbrandexperten von AdFire. Zusätzlich gibt es noch zwei weitere Theoriemodule, die auf unserer WABZ-Plattform gehostet werden. Und diese Ausbildung könnte im Dreiklang die Grundlage für alle weiteren Module in Deutschland bieten und einen gewissen Standard für die Ausbildung setzen. Was wir hier jetzt machen, ist das letzte Modul dieser Ausbildung, die Praxisausbildung. Wenn die abgeschlossen ist, dann sind die Einsatzkräfte mit der Grundausbildung entsprechend vorbereitet. Und parallel dazu nutzen wir diese Ausbildung, deswegen ist das Camp auch aufgebaut, was wir im Hintergrund sehen. Wir nutzen das dafür, um die ganze Logistik nochmal zu testen und zu beüben und zu schauen, wo wir noch optimieren können. Waldbrände nehmen perspektivisch zu. Die Klimaveränderungen zeigen das ganz deutlich, dass sowohl die Häufigkeit als auch die Intensität von Bränden zunimmt. Und was vor allem auch für uns wesentlich ist, dass natürlich die Arten der Brände sich verändern. Das heißt, wir werden perspektivisch zunehmend Brandszenarien in ferner Zukunft kriegen, wie sie eben jetzt in Südeuropa gerade vorherrschen. Und deswegen ist es für uns auch gut und wichtig, dass wir uns entsprechend vorbereiten, auch um langfristig gut aufgestellt zu sein. Wir waren vergangenes Jahr das erste Mal mit dem Modul in Griechenland im Einsatz und da hat sich eben das gezeigt, was wir eben aus der ganzen Ausbildung und praktischen Übungen im Vorfeld auch schon kennengelernt haben, dass eben die Brandintensität und die Vorgehensweisen durchaus andere sind, als wir das hier aus dem Alltag kennen. Und entsprechend ist es wichtig, dass wir uns eben nach den Standards, die in Südeuropa herrschen, auch vorbereiten oder die zumindest im Blick haben, um dann nicht überrascht zu sein von den Vorgehensweisen und auch von der Brandausbreitung, die eben dort vorherrscht. Das Modul ist eins von vielen, vielen Modulen, die die Bundesrepublik im Rahmen des europäischen Katastrophenschutzverfahrens bereitstellt. Und diese Module sind wichtig im Rahmen des Verfahrens, weil sich die Teilnehmerstaaten des EU-Katastrophenschutzverfahrens eben dadurch gegenseitig Hilfe leisten können bei sehr großen oder schwerwiegenden Katastrophen.